Ist dir eine spezielle Dankesrede in Erinnerung von einem Oscar-Gewinner? Man sagt, diese Dankesreden sind ja, man kann sie auch im Fernsehen immer wieder beobachten, die lassen sich ja durchaus auch was einfallen. Naja, also eine Dankrede, die niemand je vergessen wird, ist die von Halle Berry, als sie nur ins Mikrofon geschluchzt hat und kaum sprechen konnte. Und die andere, die mir in Erinnerung ist, weil sie so kurz war, ist die, als Joe Pesci den Nebendarstellungs-Oscar, ich glaube, für Goodfellas gewonnen hat, auf die Bühne gegangen ist und gesagt hat: Thank you, it's my privilege. Auf. Ab, danke, auf Wiedersehen. Also wenn es in Österreich so etwas wie eine Oscarverleihung gäbe, bei wem müsste man sich unbedingt bedanken? Es ist die Bundesregierung fürs Sparpaket, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja? Wofür würdest du dich denn in Österreich bedanken? In Österreich würde ich mich dafür bedanken, dass ich es, trotzdem ich in Österreich geboren bin, geschafft habe, einen Oscar zu gewinnen. In Österreich würde ich mich dafür bedanken, dass die Filmförderung sich in dem Fall doch nicht genug einmischen konnte und vor allem die Filmcommission sich nicht genug einmischen konnte. Österreich ist ein Verhinderungsland, was Film betrifft, immer noch. Und ich sage das ganz offen. Ich finde es entsetzlich, was da vorgeht. Aber das ist eine politische Sache. In Amerika bedanken sich die meisten Leute bei ihren Eltern und bei Gott.